Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Astronauts. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch jetzt mal ein bisschen weiter, wie ich hier gespielt habe bei Astronauts. Ich habe jetzt letzte Woche nicht gespielt gehabt, also kein Let's Play gemacht, weil ich krank war. Ich war immer am Husten, Niesen, ich habe immer noch ein bisschen Husten und Schnupfen. Das fing auch schon vor 2 Wochen an. Na egal. Fangen wir hier jetzt mit an. Astronauts. So, ich habe heute mein Dailies Bonus gemacht. Da, einmal gedreht. Jetzt habe ich das gekriegt. Alles voll, klar. Ich war eine Woche nicht am Computer. Meine Forschungen sind auch schon ziemlich weit alle. Finde ich zumindest. Da haben wir... Ja, das dauert auch ein bisschen lange. Ich brauche eine schnelle Forschung. Wie weit sind wir denn da? Ach, das habe ich angefangen. Machen wir das weiter. Die Forschung ist am 19.03. fertig. Ja gut. Das ist nächste Woche. So. Ich kann jetzt alle Gebäude bauen, oder ich habe alle Gebäude gebaut. Hier fordere ich mal die hier, die brauchen wir. Die brauchen wir immer zum Ausbauen, zum... Ja, die brauchst du eigentlich immer hier. Die Mini-Bots, ne, wie heißen die? Mikrochips. Mini-Bots sind die da oben. Die sind zum Reparieren von Schiffen. Ich hatte gerade auch noch gesehen, dass ich wieder angegriffen wurde. Ich habe jetzt hier meine Basis auch schon einigermaßen weit ausgebaut. Da muss ich jetzt erstmal mein Schiff reparieren. Ne, das ist ja repariert. Wie ist das repariert? Ich habe mich so angegriffen. Naja, egal. Auf jeden Fall, ich habe jetzt da eine Kanone und da eine. Oh, die ist kaputt, sehe ich gerade. Die müssen wir mal schnell reparieren. Gehen wir auf Defensiv, Kanone und reparieren. Okay. So, in einer halben Stunde ist es fertig. Okay. So ein Mist. Eigentlich wollte ich euch jetzt zeigen, wie ich hier dann so lange kämpfe in der Arena. Aber wenn meine Basis noch nicht repariert ist, kann ich nicht angreifen. Dann gehen wir so lange nochmal hier auf der Basis. Zeige euch da noch ein bisschen, was ich hier so gemacht habe. Großartig bauen kann ich auch nicht, weil ich habe hier keine Microbots, Mikrochips. Microbots habe ich ja. Da habe ich nur 150 Leben. Der war auch mal viel größer gewesen. Ah, egal. Beste. Habe ich auch keine, die ich jetzt gerade irgendwie machen muss. Eigentlich ist es hier schon vorbei, meine Folge. Ich habe 200. Ich kann noch mal im Shop gucken, was ich kaufe. Ah, hier. Kann was kaufen. Zack. Erze brauche ich nicht, habe ich genug. Leute brauche ich auch nicht. Oh, jetzt habe ich auch eine Quest abgeschlossen. Super. So, jetzt kann ich doch wieder was machen. Ein bisschen, 1800. Die Leute brauchen wir nicht. Das hat er gerade schon mal gesagt. Sei euch erstmal meine Basis. Die ist ein bisschen unübersichtlich, oder was heißt unübersichtlich? Das ist eigentlich alles ein bisschen too much. Ein bisschen zu viel. Aber das muss so sein. Das sind ja meine ganzen Erz, meine Diamantbohrer sind das. Möchte auch bald den nächsten wieder bauen, aber ich kann nicht. Ich muss den erstmal upgraden. Dafür brauche ich 3200. Und was ich auch noch gerne upgraden würde, das wäre der hier.
beim Forschungslabor. Da brauche ich allerdings 6400 und ich muss das Labor bei Erfindungen auf Stufe 2 machen. Labor, Erfindungen, Stufe 2. Ja, wo ist denn das? Recycling nicht so schnell. Da, Labor. Das wäre der hier. Mit 52.000. Warte mal. Der ist schneller wie der hier, ne? 600.000. Ach, ich brauche da sowieso so viel so viel Dingens für. Das werde ich sowieso nicht schaffen. Oder? Können wir mal schauen, was am wenigsten ist. 1,5 Millionen. Bleibt dort ein paar Wochen. 250.000. Dafür 500.000. 50.000. Das wäre ganz schnell fertig. 1 Million. Oh, das dauert auch lange. 150.000. 250.000. 300.000. Entschuldigung. 750.000. Ich könnte den nächsten Asteroiden raussuchen. Den können wir bestücken. Warte mal. Dann muss ich erstmal schauen, wie das geht. Ich glaube, das war da drauf. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt geht, weil unser Ding ist ja noch kaputt. Unbekanntes Objekt. Das war jetzt nur forschen. Ich möchte ja nicht forschen, ich möchte. Was ist denn da? Ach, ich kann so erstmal alles reinmachen und schauen. Ah. Also, hier sind unbekannte Objekte. Da ist mein Asteroid und ein unbekanntes Objekt. Da ist ein leerer Asteroid. Angriff? Nein, ich will nicht angreifen. Ich will... Wie heißt das? Ich komme da jetzt nicht drauf. Ich komme da jetzt wirklich nicht drauf. Wie lange dauert das? 30 Minuten. Ich möchte expandieren. Genau, so ist das. Dafür brauche ich soweit ich weiß die hier. Und expandieren. Das ist mein Schiff. Jetzt kann ich es reparieren. Warum kann ich? Ach, ich brauche ja diese Microchips auch dafür zum Reparieren. Minibots und Microchips. Ja, mittlerweile habe ich ja ganz viele Karten. Die habe ich alle durch ein paar Queste gekriegt. Deswegen ist es immer sinnvoll, Queste zu machen. Aber ich finde es eigentlich wichtiger, die Dinge zu machen. die Forschung finde ich wichtiger, weil umso schneller du alles freischaltest, umso schneller kannst du deine Basis ausbauen. Aber wie ging das nochmal, das Expandieren? Ich hatte das einmal gehabt. Irgendwo habe ich drauf gedrückt. Was ist das hier? Piraterie. Nein, Phoenix klauen. Ich denke mal, das ist das hier. Aber ich kann nicht. Weil der nur eine halbe Stunde repariert.
Und außerdem den zweiten Basis schon zu errichten, wäre ein bisschen doof, weil ich habe nur einen Captain erst. Ich müsste da erst noch einen anderen Captain haben. Also einen zweiten. Gehen wir nochmal auf der Basis rauf. Gehen hier bei Forschungen rein. Captains. Einen habe ich. Warns Captains to suppress Level 10. Also müssen Level 10 gleich den Hochlevel. Und da ist auf Level 7. Also das ist nur ein Captain. Ach, das ist bestimmt das hier. Ja. Das ist der. Also müsste ich den eigentlich erst ausbauen. Dann dauert das, bis er fertig ist. Bis zum 16. Ja, das können wir schaffen. Ich mache ja immer einen Tag Vorproduktion. Also sprich, heute ist bei mir Sonntag. Der 13. also in 3 Tagen. Wäre dann der 16. Das wäre Mittwoch. Morgens um 7 Uhr. 2 Stunden zurück, weil das geht irgendwie nach der russischen Uhrzeit, nach Osteuropa, Moskau. Ne, warte mal, 2 Stunden zurück. Doch. Weil bei mir ist es gerade 20.51 Uhr, nicht 22 Uhr. Dann müsste Moskau, glaube ich, sein. Na egal. Auf jeden Fall. Ich mache bis dahin jetzt meinen zweiten Kapitän. Und dann schauen wir mal. Ich zeige euch jetzt mal ein bisschen meine Basis. Ich habe hier immer so ein sternmäßig die Energieteile gebaut. Da sind die. Hier habe ich noch ein Gebäude zwischen getan. Weil das war ja das letzte Gebäude, was mir gefehlt hatte. Was ich nicht wusste, ob es jetzt 3 Felder groß ist oder nur 1 Feld. Ist nur 1 Feld groß. Ja. Und sonst habe ich so sternmäßig immer meine Energieressourcen hingesetzt. Diamanten gehen natürlich nur am Rand entlang. Jeweils an der Ecke habe ich dann immer ein Gebäude reingetan. Bis auf das hier, das habe ich mit drin einmal reingetan. Wie man das baut, ist allerdings ups, egal. Die Laser, die Munitionssachen braucht man mal nicht. Ich habe sie hier schon teilweise ausgebaut, weil ich irgendwas ausbauen wollte, aber ich nicht wusste, was ich ausbauen kann. Deswegen habe ich einfach die weiter ausgebaut. Meine Energie ist zurzeit noch bei 250 verbrauche ich und ich habe 945 Energie. Brauche ich erstmal auch nichts Energiemäßiges zu machen. Was ich allerdings immer gerne ausbauen möchte, ist der hier, was ich ja gerade schon mal gesagt habe. Da brauche ich noch 3200. Und der hier. Da brauche ich erstmal noch genug Geld, 150.000 und 6400. Das wird noch ziemlich lange dauern, bis ich dahin komme. Dann können wir uns mal die ganzen Sachen anschauen. Also das ist für Forschung. Das Labor. Das hier. Das MDI-Gebäude. Das ist, damit du mehr Schaden machst, die Konstruktion mehr hält. Raketen mehr Schaden plus 10%. Laser plus 10%. Und das sind die Drohnen. Plus 10%. Weil das habe ich schon auf Level 2 gemacht. Könnte ich gleich eigentlich auch ausbauen. Falls ich wieder angegriffen werde. Das ist jetzt die Ressourcen, was du halten kannst. Ich kann hier in den Lager 25.000 Ressourcen und 200 Waffen lagern.
Das ist jetzt der Markt. Der geht jetzt gerade nicht, weil mein Satellit kaputt ist. Aber die Reichweite ist plus 2. Das hat auch was mit den Radar hier zu tun, wenn du hier unten rauf gehst. Das ist, glaube ich, auch die Größe hier, von wie weit das geht. Und natürlich hiervon. Können wir den eigentlich upgraden? Warte, muss ich darauf gehen und drücken. Spawner 50. 2500. Ne, kann ich upgraden. Okay, hier ist der. Dann bei den hier. Mein Support. Das ist die Rüstung. Von einer Basis. Von einem Raumschiff. Und die Bewaffnung halt. Dann haben wir hier nochmal die Minibots, dass ich mehr. Das Lager ist das. Das Tech-Warenhaus. Da kann ich 1500 diese Minibots halten und 2250 Microchips. Dann haben wir bei denen hier 5% mehr Produktion. Also kriege ich schneller Leute zusammen. Ja, da war ich ja schon. Das hatte ich auch schon mal erklärt beim Anfang. Das waren diese. Der. Das ist Raketen. Der ist Konstruktion. Der ist Drohnen. Und der ist für Laser. Halt für die Bewaffnung von deiner Sternbasis und von deinem Raumschiff. Hier war ich ja gerade am Anfang drauf. Da kann man die Minibots und die Microchips produzieren. Und hier kannst halt die ganzen Leute kaufen. Ich habe allerdings schon genug. Weil man kann ja am Tag hier, was wir am Anfang gesehen haben, einmal drehen. Am Anfang ist immer Erze und Geld war das, glaube ich. Und danach kommt Erze, Geld und Microchips. Bei Minibots. Und dann kommt es immer drauf an. Sind manchmal Leute dabei, manchmal Bewaffnung noch dabei. Aber das werdet ihr ja in den nächsten Tagen sehen. Ja, ich kann jetzt nichts machen hier. Bisschen traurig. Einen nächsten Asteroiden zu holen, ist auch ein bisschen doof. Weil wie gesagt, ich habe nur einen Kapitän. Und wenn der Kapitän darüber fliegt, ist ja die Basis ungeschützt. Und das ist dann ein bisschen dumm, wenn die nicht mehr geschützt ist. Hier kommt jetzt ein Antrag schon hin. Vielleicht wird er mich hier angreifen, weil ich werde hier sehr gerne angegriffen. So wie man hier sieht. Ich bin ein beliebtes Ziel. Allerdings auch nur, weil ich einmal am Tag immer kurz reingeschaut habe. Also jetzt außer letzte Woche. Ansonsten mal am Tag kurz reingeschaut. Microchips und Minibots produziert habe. Dann halt immer einmal hier nachgeschaut, was ich kaufen kann. Ich habe nur noch einen Drohnen. Ich habe noch mehr Bewaffnung, oder nicht? Bewaffnung. Nee, Drohnen. Eine Konstruktion. Das ist aber arm. Das Problem ist, wenn du nicht online bist und dein Schiff verteidigt dich, dann nimmt er halt deine ganzen Lasers und alles, was du halt hast, nutzt alles. Das kann ich da rein knallen. So. Das da rein. So. Bei Defensivkanonen. Das ist hier, glaube ich, blau. Kann ich da blaue Sachen reinstecken? Grün, blau, orange, rot, lila. Lila sind die, man ja nur kaufen kann. Blau kannst du produzieren, orange kannst du produzieren und rot kann man produzieren. Also, ich würde mal sagen, das war's dann für heute. Ich habe leider nicht das gemacht, was ich machen wollte. Ich wollte euch ein bisschen Arena-Kämpfe zeigen, wie ich schon mal mit angefangen hatte.
Das ist halt ein sehr langwieriges Spiel. Das dauert ziemlich lange, wenn man hier was machen möchte. Ja. Und wie ich die da wegkriege, weiß ich auch noch nicht. Weil, das sagt man, ich muss sie kaufen. Sind zwar schon weniger geworden, ich hatte ja mal 200 oder irgendwie sowas. Ich kann auch nicht mal die Seite wechseln. Beschiss. Oh. Nein, will ich nicht die Seite. So. Und ich wurde einmal überfallen und dann sind mir halt mein ganzes Purpur geklaut. Wie ist das genau? Deuterium. Genau. Das war die Tritium. Oh. Da haben sie mir irgendwie mein Deuterium geklaut. Auf jeden Fall war es auf jeden Fall weg gewesen. Ich weiß nicht, ob man es klauen kann oder nicht. Auf jeden Fall war es weg. Hat mich ein bisschen geärgert. Also werde ich mir dafür noch nicht mal Geld ausgeben. Weil wenn ich angegriffen werden kann von Größeren und der mir dann mein Deuterium klaut, ist dann nur rausgeworfenes Geld. So, das war's für heute. Nicht viel gesehen, nur ein bisschen gelabert über meine Basis, wie sie jetzt aussieht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.